Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der lassen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Detroit Become Human. In der letzten Folge sind wir ja zu einem Fall gerufen worden, wo anscheinend jemand gemeint hat, in einem Dollhaus, kann man es ja wirklich so nennen, es sind ja alles Androiden, ein bisschen freizudrehen. Aber die Androiden hat auch gedacht, freizudrehen, und sind beide außer Gefecht. Und wir sollen jetzt rausfinden, was da nun wirklich passiert ist. Im Führerschein steht Michael Graham. Kreditkarte und auch Bargeld. Ja, das hat man gerne mal dabei. Und kann man wahrscheinlich in so einem Etablissement auch gut gebrauchen. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Und sollte es euch gefallen, lasst doch gerne mal einen Daumen in nördlicher Richtung da. Und schreibt vielleicht sogar noch einen Kommentar dazu. Oh, Connor, das ist ekelhaft. Ja. Ich muss gleich nochmal kotzen. Ja, schön ist anders, sag ich mal, ne? Aber naja, wir sind es ja langsam gewohnt, oder? Diagnose läuft. Schwer beschädigt. Schwer beschädigt. Okay. Was? Waren wir? Wir waren doch noch nicht. Da war doch noch eine dritte Option. Ja gut, dann halt nicht. So, Kumpel, was ist mit dir passiert? Also. Ah, jetzt kommt dieses wieder. Kein Anzeichen von eines Herzanfalles. Herzanfall nicht Todesursache. Okay. Was haben wir hier? Eine Läsion, also Hautablederung quasi. Ersticken, okay. Oder erwürgt. Oder die Augen. 87,3 Kilo. Größe 1,88. Oh. Todeszeitpunkt 18,24. Rekonstruktion. Wollen wir mal wieder fein rekonstruieren, was passiert ist. Okay. Sie hat ihn also erwürgt. Wow. Sehr. Opfer wurde erwürgt. Sehr, schöne. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja. Er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Ja, stimmt. Sowas gibt's ja auch. Irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Na klar, ich schlappe nochmal dran. Ich kann's versuchen. Speicher, nicht Speichel. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Na gut. Dann wollen wir mal. Wollen wir mal schauen. Erklären. Direkt beruhigen. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er. Ist er tot? Yep. Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Bisschen Woran Druck. Woran erinnerst du dich noch? Schnell, wir haben keine Zeit mehr. Ich weiß nicht, ich... Oh. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Wie bitte? Das wollte er. Wir waren zu zweit. Dann hat der andere Android ihn erwürgt. Ist das richtig? Na, scheiße. Verkackt. Wahrscheinlich unter Drucksetzung hat Zeit gekostet. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so.
Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Alles klar, wir dürfen offiziell jetzt glotzen. Kannten Sie das Opfer? Nein, hallo Nummer 9. Zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht da. Hier wissen Sie. Sie kaufen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal Ärger mit den Androiden? Nein. Hast du uns was zu sagen? Einmal. Vor zwei bis drei Monaten war einer weg. Gleiches Modell. Einfach weg. Mit dir können wir nicht sprechen. Bei der neuen waren wir schon. Auf keinen Fall. Ich meine, deshalb kommen die Leute hier. 11. Klar. Diskretion. Niemand weiß, wer hier ein- und ausgeht. Ja, natürlich. Die Geschäfte laufen gut, stimmt's? Ja. Finde den zweiten Androiden. Das gute an Androiden ist, sie sind zu allem bereit. Wie ist es mit dir? Bist du zufällig? Können wir mit dir sprechen? Und sie schweigen. Da lässt man die Sau raus. Tja. Auch nicht. Ja, je mehr ich über Menschen weiß, desto mehr mag ich meinen Hund. Können wir hier durch? Nein, auch nicht. Also sollte der Droide irgendwo hier sein. Dieser Clubmanager ist echt eine Nervensäge. Hat mir Ewigkeiten das Ohr. Können wir mit dir sprechen? Wegen seiner Lizenz. Auch nicht. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Wir glauben, es war noch ein Android im Zimmer. Noch ein Android? Ja, das sagt zumindest Colin. Ich hab einen Wahnsinnsschädel. Hast du vielleicht eine Tablette für mich? Nichts dabei, tut mir leid. Ja. Du kannst echt gar also irgendwie... Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant, vertrauen Sie mir. Ja, ja. Hallo, 30 Minuten kosten 29,99. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Mensch, ist das billig. Oder? Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Bei dir macht vieles keinen guten Eindruck. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Wir folgen. Na dann wollen wir mal gucken. Was zur Hölle machst du? Ah ja. Irgendwo hier muss doch was... Da. Eine blauhaarige Tracy läuft Richtung des Eingangs. Okay. Noch mehr haben wir nicht. Okay. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle zwei Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Okay, versuchen wir es mal bei dir. Probieren wir den hier. Hoffentlich. Na komm. Er macht seine Moves. Und die macht er verdammt gut und... Sag mal... Außer Sicht. Komm mal hin. Nee. Hast also doch nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Ach komm, $30. Nee, dich können wir nicht anfragen. Ach so, ja, nutz mal den Scanner hier, ne? Warte mal, da hinten. Da hinten ist sie lang gelaufen. Ey, warte mal. Ja, stimmt, Mädel. Guck mal hier.
Du doch bestimmt, oder? Du hast was gesehen. Hallo, darf ich mal ein bisschen fühlen? Danke. Ja. Okay, eine Frau, aber... Ne, ich glaube... Da! Da ist sie. Die 12 könnte was gesehen haben. Die 12. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Na, ja, warte mal. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen... Anderen Blickwinkel finden? Ja. Warte mal, sie ist doch dann hier vorbeigekommen. Na? Ach komm. Bitte. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Was ist mit der Nummer 11? Ach, die hatten wir glaube ich schon, oder? Aber sie könnte was gesehen haben. Die ist doch hier in diese... Ach, auch nicht. Die war ganz anders beschäftigt. Nein. Ich habe die Spur verloren. Nein, 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 nein. Warte mal. Können wir... Waren wir bei ihr? Ja, bei ihr waren wir doch schon, oder? Ach komm, hier nochmal. Nochmal kurz. Touchy, touchy. Komm. Ihr seid doch die meiste Zeit... Da. Da ist sie. In den roten Raum. Alles klar, gut. Komm, lauf, Connor, lauf! Roter Raum, roter Raum. 27, du könntest was gesehen haben. Wenn du nicht gerade beschäftigt warst. Okay, alles klar. Oh nein, der hat auch wieder nichts gesehen, oder? Verdammt. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Also mit dir... Warte mal, du warst zwar mit dem Gesicht nicht dahin, aber... Vielleicht ist sie ja trotzdem an dir vorbeigekommen. Na komm. Mach doch nicht so wilde Moves. Shit. Auch nicht. Oh, die Untersuchung wird echt teuer. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Ja, hallo. Warte. Da. In dem blauen Raum. Okay. Weiter, Connor. Komm schon. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Blauer Raum, blauer Raum. Wenn du die ganze Zeit da drinne warst, könntest du was gesehen haben. Ah, oh, guck doch nicht auf deine Füße. Auch nicht. Verdammt. Nein. Ich habe die Spur verloren. Nee, hast du nicht. Alles gut. Wir haben nur den falschen Betrachtungswinkel. Versuchen wir es mit der 23. Oh, das wird echt teuer. Komm. Da. Im Raum versteckt. Neben der 22. Links von der 22. Also hier dann. Ach. Okay, gut. 21. Versuchen wir es. Hoffentlich hast du was gesehen, Junge. Oh. Okay. Du hast eine Leiche gesehen. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Ah, er ist ein... Ach, er ist ein Android? Ah, na? Guck
guck nach oben. Da. Mhm. Bist du also raus? Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Private Stuff Only? Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Nein, das ist kein Wahnsinn. Das ist Sparta-Ermittlungs. Ich übernehme das jetzt. Lager durchsuchen. Eine mit blauen Haaren. Ah, guck mal, Blut. Scheiße, wir sind zu spät. Nein, 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 alles gut, wir sind nicht zu spät. Guck mal hier. Lecker ist das. Blaubeergeschmack. Warte. Da ist eine mit. Na, das war zu kurz. Verdammt, schau sie dir an. Da ist sie. Mann, bitte. Mädchen. Keine Bewegung! Sehr wehrhaft. So fangen die besten Nimmerchen an. Okay, und damit hören sie wieder auf. Sag mal, haben die Kampfprotokoll? Umwerfen. Naja, klar, sie ist Profi mit solchen Schuhen. Okay, hier ist es auch egal, ob man eine andere Tracy nach ihr wirft. Sie hat ein Hähnchen. Schnell, sie entwischen uns! Hake mal. Connor sollte aber ein Kampfprotokoll oder sowas haben, oder? Schön den Schritt gekickt. Gut, auch Frauen weh. Ja, wobei es sind Androiden. Warum hast du sie umgebracht? Sie hatte nichts mit der Sache zu tun. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben.
Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß. Ihre schmutzigen Wörter. Aber du... Du hast sie mir weggenommen. Ich liebe sie. Ich hab sie geliebt. Wow. Mein Gott. Na, das lief ja nicht so toll. So vielleicht doch leben lassen sollen? Ach, kann ja keiner mit rechnen, dass er die gleich erschießt. Ihr habt's bestimmt schon wieder gewusst. Ich hab gehofft, dass er sie nur anschießt. Luther. Alles klar, Freunde. Aber an dieser Stelle machen wir Schluss für heute und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr, aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.